In der heutigen Folge von Edencrafters würde ich gerne die fehlenden Minen anschließen, die wir jetzt noch so brauchen, beziehungsweise mal testen, was ist denn Basalt? Und da oben hatten wir ja auch noch eine andere. Vorher snacken wir nochmal eben kurz. Ja, aber vom Platz her, das passt. Und dann kümmern wir uns um die große Solaranlage. Aber wir müssen wahrscheinlich erstmal die entsprechenden Minen dafür haben. So, das heißt, wir kraxeln mal eben kurz hier irgendwie. Kommen wir diesen Berg hoch? Und können wir irgendwann so Temperaturausrüstung bauen, dass das nicht mehr uns kaputt macht? Ich meine, wir tragen halt so einen Raumanzug und der scheint uns nicht vor den Temperaturen zu schützen. Das finde ich schon so einen kleinen Skandal, ne? So, dann gucken wir mal, dass wir das hier schön hier runtergezogen bekommen. Zumindest bis zu einer Stelle, wo wir dann von der Drohne her sehen können, wo das Band ankommt. So. Ja, ist ja gut. Beruhige dich. Und dann wollte ich gucken, wir hatten hier so ein Basaltvorkommen, wo wir es auch noch abbauen können. Also wir bauen jetzt den Zement ab und dann bauen wir den Basalt ab. Macht voll Sinn. Und wir haben wieder vergessen, die Sauerstoffkartuschen mitzunehmen. Sehr gut, Galerol. Gucken wir mal, was das wird. So ein bisschen wie, weiß ich nicht, wie so Flüsse, die sich dann ins Tal ergießen. Und das ist nicht wie Karl May es einst meinte, nämlich immer eindeutig zweideutig. Sondern, ne? Weißt du. Okay, kriegen wir Basalt. Man kann es nicht vor Förderband aufnehmen. Ja, in der letzten Folge sagte ich auch bereits, wir müssen unbedingt daran denken, Sauerstoffkartuschen, dass wir uns da welche bauen. Super, dass ich daran gedacht habe. Bin ich auch sehr stolz auf mich. Und wir gucken uns jetzt an, großes Solarpanel-Zeugs. Und es sieht auch schon richtig nach Garderobe aus hier, ne? Überall, ganze Landschaft irgendwie verquarst. Herrlich, herrlich, herrlich. So, Sauerstoffzylinder. Sehr, sehr, sehr gut. Für Essen. Großes Solarpanel. Eisenträger und veredeltes Kobalt. Okay, na gut, dass wir Kobalt holen. Was würden wir denn jetzt theoretisch? Wir brauchen mehr Förderbänder. Das heißt, wir brauchen mehr Platten. Können wir noch ein paar Sachen verarbeiten, dass wir ein bisschen mehr Platz im Inventar bekommen. Ein paar Platinen noch. Ich habe noch mal einen Platz im Inventar. So, und dann unser Notfallsauerstoff nehmen wir mal dahin. Und ja, Förderbänder müssen wir legen. Und ja, Container. Ich würde dann erstmal Container hinbauen. Und danach gucken wir, wie wir dann weiter mit den Materialien verfahren. Das wäre jetzt so mein Plan. Mal gucken, ob ich mit meiner Drohne da weit genug komme. Guck mal, da ist eine Fabrik. Dann kommt von hier oben was runter. Und dann ist da noch eine Eisenfabrik. Das ist eigentlich ganz gut. Okay, hier komme ich nicht weit genug. Ja, und dann müssen wir gucken, wie lösen wir dieses Wasserversorgungsding. Wir müssen ja ziemlich viel Wasser auch in die Mitte der Insel hereinbringen. Oder wie heißt das? In das Herz der Insel? You know what I mean. So, da gucken wir mal, was wir hiermit anstellen können. So, das kommt dann hier an. Ja, das mit den Förderbändern, das sieht alles noch nicht so schön aus. Und dann würde ich sagen, erstmal ein Puffercontainer. Oder wird da noch mehr rausgebaut? Ich weiß es nicht. Wenn wir erstmal nur Solarpanel daraus bauen wollen. Aber veredeltes Kobalt, das ist die Frage, wie stellen wir das her? Das müssen wir mal gucken. So. Hier
hier sehe ich nichts. Dann wird es in einer Fabrik irgendwie hergestellt werden. Das wäre dann hier der Veredler. Und der braucht Wasser. Oh nein. Dann müssen wir doch irgendwie nach unten mit dem ganzen Zeug. Ist nicht so schön. Und Basaltbeton. Okay, wir müssen mit beiden Sachen, die wir jetzt hier rangekarrt haben, müssen wir runter. Das Ding ist, wir brauchen das jetzt zunächst mal, um weitere Solarpanel herzustellen. Und für Solarpanel brauchen wir zusätzlich noch, Eisenträger. Da würde ich sagen... Nee, lass uns sofort die großen Solarpanel bauen. Komm, lass uns das sofort vernünftig machen. Das heißt, wir legen jetzt entweder die Wasserleitung hoch. Da will ich aber eine neue Pumpe bauen. Und dann bauen wir die hier oben irgendwie lang. Für die, zumindest um den, das Kobalt zu veredeln. Und Basalt auch, ne? Und ich weiß nicht, ob das Wasser sauber sein muss. Weil da könnten wir direkt noch mehr Fläche auch grün machen. Das ist ja auch eine Aufgabe, ne? Mehr Fläche grün machen. Ja. Also, folgendes. Wir bauen weitere Terraforming-Sachen. Als erstes bauen wir nochmal so einen Wasserreiniger. Dafür brauchen wir Eisenplattenfilter, Rotoren. Da haben wir Gummiriemen, jede Menge. Und Antennen. Und Gummiriemen sollte jetzt kein Problem mehr sein, weil wir jetzt hier jede Menge Gummi haben. Ne? Das war Inventar voll. Ja. Oh, das arme Inventar. Das ist auch so ein Problem, glaube ich. Auf lange Sicht. Wir packen das mal weg. Das packen wir mal an die Seite. Kupfererz, Eisenerz. So, Rotoren. Achso, Gummibänder. Ja, und damit können wir jetzt Rotoren herstellen. Sehr gut. Sagen direkt noch mal ein paar mehr. Denn ich habe den Eindruck, davon kann man nie genug haben. Da brauchen wir noch jede Menge Eisenplatten. Ich frage mich halt, wie weit der Strom reicht, ne? Kann man das irgendwie sehen? Oder muss dann immer zwischendurch immer mal ein Abnehmer sein? Das ist ja in einigen Spielen auch so, ne? So, und dann das war hier vielleicht. Das Wasser dann hier so da mit Rohren den Berg da hochschiffen. So. Dann noch eine Pumpe. Da brauchen wir Zement für. Oh nein, wir brauchen Zement. Was sollen wir bloß machen? Ich bin jetzt völlig verzweifelt. So, Pumpe. Ich muss wieder, immer wieder, wenn ich dieses Lied höre, muss ich immer an den guten alten Agrarsimulator von UIG denken. Ach, das waren noch Zeiten. UIG. So. Gut. Tja, und jetzt legen wir einfach Rohre. Bis da oben hoch? Bin ich mir da sicher? Ich weiß es gar nicht, ob ich mir da sicher bin. Zunächst mal... So gerade. So kann ich das nicht hier anschließen. Sehr gut. Na, wir müssen eh... einmal in die Schwitzhütte rein und neuen Sauerstoff holen. Ich meine, wir haben die Tanks dabei, aber...
Ja, Verschwendung war noch nie mein Name. Name? Mein Name? Hm. Das wird nicht weit genug reichen, nehme ich an. Oh, reicht schon ganz schön lang, ne? Komm. Du schaffst das. Yes. So, dann müssen wir irgendwie hier... Da muss man auch irgendwie noch dann irgendwann langlaufen können, ne? Dann kommen hier irgendwann die ersten Menschen an. Und das Erste, was sie fragen, ist, welche dieser Welten hat Garderol gebaut? Da will ich auf jeden Fall nicht hin, da ist ja alles durcheinander. So, wir müssen hier oben irgendwo hin. Ist gut, wir haben nicht genug Eisenplatten, ne? So. Dann also nochmal. Ja, ich habe es ja schon extra so gelegt, ne? Dass es nicht die ganze Basis läuft. Ja, wollen wir das da oben verarbeiten? Ich meine, die Frage ist eher, ist da genug Platz, ne? Das ist so ein bisschen das Ding, wo ich gerade drüber nachdenke. Na, wir gucken mal. So, wir kommen dann hier irgendwie so raus. Wieso steht denn da... Hä? Wieso bin ich denn jetzt raus teleportiert? Hä? Okay, also dann haben wir Wasser ungefähr in der Nähe. Dann brauchen wir jetzt irgendwie... Ja, dann brauchen wir jetzt irgendwie... brauchen wir dann... Hier so ein Veredler. Da brauchen wir noch ein paar Filter für. Okay. Und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Und dann bauen wir die großen... Wieso bin ich jetzt hier hochteleportiert worden? Da bauen wir die großen Solaranlagen. So machen wir das. So, dann gucken wir mal. Na. So, okay, da kommt das Material rein. Da kommt der Wasseranschluss an. Der muss auch nochmal verteilt werden. Deswegen würde ich jetzt mal versuchen, irgendwie so hier. Jetzt können wir Straßen herstellen, sehr gut. Dann einmal von hier nach da. Dann ein Verteiler. So vielleicht. Und dann noch Röhrchen. So. Kobalt. Okay. Ja, und damit sollten wir dann hoffentlich unser Energieproblem lösen. Und das andere war Basalt, ne? So, das ist natürlich... Das ist alles nicht schön, aber selten. Mal gucken, ob wir nicht irgendwann noch so Fundamente drunter setzen können, ne? Dass es noch ein bisschen schöner ist. Aber wir können drunter herlaufen, ist schon mal gut. Und ich hoffe, dass wir auch irgendwann Pumpen bekommen, mit denen wir da die Leistung erhöhen können. So 508, das heißt, wir brauchen noch eine zweite Eingrünungsgeschichte. So, was brauchen wir noch? Eisenträger. Da fehlt mir beides. Was ist da denn los? So. Gucken wir mal eben. Da wollen wir ein paar Eisenträger bauen. Und dann... geht's in Richtung große Solaranlage. Und ich, wie viel die nachts macht, gucken wir dann auch gleich noch. Das habe ich mir gar nicht gemacht. So, nachts 22. Widersteht extremen Bedingungen. Dir widersteht nicht Extrembedingungen. Okay, und wir brauchen veredeltes Kobalt. Da weiß ich zufällig, wo wir das kriegen können. Das mit den Rohren. Hm. Müssen wir mal gucken. So. Da haben wir's. Und jetzt haben wir auch genug Energie. Hoffentlich auch in der Nacht. Aber jetzt sollten ja
alle Produktionen auch schneller laufen und zack, können wir schon die nächste bauen. So, eine noch. Da fehlt dann jetzt aber Eisenträger. Und für Eisenträger brauchen wir die Rohmaterialien. Stangen und mal Bleche. Ja, dann sind wir, glaube ich, in der heutigen Folge aber ganz gut vorangekommen, ne? Gefällt mir. Ich überlege gerade, ob wir so eine Stahl... Ich weiß es halt nicht, ob wir so viel Stahl brauchen, dass wir da eine extra Fertigung für brauchen, ne? Das scheint ja jetzt nicht das Spiel zu sein, wo, sagen wir mal, es am Ende so sein wird, dass man da Tausende von X, Y und Z pro Sekunde möglichst effizient über ein Band fiddeln muss, ne? Diese Art von Spiel scheint es ja nicht zu sein. So. Also damit sollen wir jetzt erstmal das Energieproblem gelöst haben. Gut. Die nächste Aufgabe wäre jetzt, wir haben jetzt da hinten auf der Map sieht man es auch hier so das erste grüne Gebiet. Wir haben aber hier jetzt noch eine Wasserpumpe mit Abzweig. Das heißt, ich würde hier direkt nochmal einen weiteren Vergrüner hinstellen, damit wir in der Gesamtmission vorankommen. Und auch um zu gucken, ob, wenn wir das Gebiet grün machen, ob das eine Auswirkung hat auf die Temperatur, die da herrscht. Ne? Ist ja zu warm. So. Wir brauchen noch Filter. Oh, Schwefelerz. Hatten wir eine Schwefelmine gefunden? Nee, ne? Oder gefunden und nicht angeschlossen? Oder? Nee. Oje, oje, oje. Dann wäre das erstmal das nächste Problem, ne? Sollen wir nicht doch ein paar Eisenträger herstellen? Ich würde fast sagen ja, ne? Dafür brauchen wir eine Montagemaschine. Sollen wir mal testen. Also, die brauchen Computer und weitere Eisenträger. Computer braucht weitere Platinen. Dafür brauchen wir Silizium. Und Kabel. Gut, dann gehen wir mal einkaufen. Das kriegen wir doch alles hin. Also, wir brauchen... Kabel hatten wir auch noch in der Truhe. Was ist das denn hier? Wieso? Okay, na gut. Dann eben nicht. Oh, war auch wieder so viele Filter für. So. Computer. Auch noch weitere Eisenträger. Ich habe gerade mein Gehirn wieder so, hä, wofür brauchen wir denn für einen Computer Eisenträger? Das muss ja dann so ein ganz alter Computer sein von Anno dazu mal. Und da fiel mir ein, ach nee. Nicht. Wir brauchen ja eine Montagemaschine. So, hier. Sehr gut. Computer. Kabel. Und Platinen, 3 Stück. Silizium. Ich hatte doch noch Kristalle in der Tasche. Ja. So. Daran soll es ja jetzt nicht scheitern. Dann haben wir die Platinen, dann bauen wir den Computer. Und dann haben wir unsere erste Montagemaschine. Mal gespannt. So. Energie. Wir haben ja jetzt extra mehr Energie für sowas. Können wir einfach mal probieren. So, wir sehen da 2 Eingänge. Dann machen wir mal... Ja, so 100%. Ich werde das eh nie hinkriegen, ne? So, die Frage, wie viel verbrauchen die dann? Kann man das sehen? 5 Megawatt, 8 Megawatt, ist ja nix. Und dann haben wir auf jeden Fall immer genug Stahlträger. Gut, haben wir das auch. Mensch, das wird ja richtig hier. Oh, schön. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte eigentlich hier so ein Ding bauen. Oh, Zement, Eisenträger, Rotoren und Filter. Und bei den Filtern war das Problem,
Schwefel, ne? Wir brauchen also jetzt irgendwie eine Schwefelquelle. Da würde ich dann mal oben auf dem Plateau gucken. Weil da war ja noch mehr Minen. Das heißt, wir nehmen auch direkt die Sachen mit, die wir für eine Mine brauchen. Namentlich weitere Zahnräder. Weitere Stangen und weitere Platten. Ja. Damit wir nämlich dann... Ja, da oben sind auch die Förderbänder legen können. Die Frage ist, komme ich vielleicht mit meinem Erkundungsgerät in eine Höhe, dass ich viel mehr sehen kann? Na guck mal, das könnte... Da sind noch mehr Minen, ne? Ah, konnten wir nicht so ein Radar-Ding bauen, um zu gucken, was da ist? Hier, Antenne, Rotor, Platine. Aber gut, wo ist der Spaß, wenn wir es nicht selbst erkunden? Wir gehen mal. Also, Schwefel. Ist das da oben in der Entfernung eine Goldmine oder eine Schwefelmine? Finden wir es raus. Herr Dr. Klaus. Genau, und hier, das müssen wir noch anschließen. Im Moment brauchen wir es noch nicht. Sehe ich noch keinen Sinn drin. So, mal gucken. So. Kann ich eigentlich, das ist eine Idee, einen zweiten Sauerstoffzylinder bauen, den auch in meinen Rucksack packen und dann von beiden profitieren? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das wäre eine feine Sache, oder? Das würde ich irgendwie feiern. Ach, guck mal, da ist noch ein Quarzding. Da ist nochmal... Aua! Da ist nochmal Basalt. Die sind jede Menge Minen. Schwefelvorkommen. Sehr gut. Und da ist eine Höhle. Au! Das wäre eine leere Höhle. Gut. Soll ich mal gucken, was das noch ist hier? Ich glaube, wenn man da einmal drüber gelatscht ist, dann ist es zumindest in auf der Map, ne? Kupfer nochmal. Osmiumerz. Gut. Na, würde ich sagen, dass wir jetzt das gucken, also das Schwefel. Dass wir das genauso darüber kriegen. Wie hier oben das andere Zeugs. Ach du lieber Gott. Dahin passiert. Es baut automatisch Tunnel. Okay, na gut, von mir aus. So, dann kommt da der Schwefel an. Den Rest kann man von unten machen. So wie hier ja auch. Bis auf, dass jetzt hier kein Platz mehr ist, weil wir die Windräder die Solarenergie hingestellt haben. Aber gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir das auch. Das heißt, wir haben jetzt auch Schwefel. Schwefel wird aber, glaube ich, auch... Bop, bop, bop. Schwefel wird aber nicht direkt irgendwie verarbeitet, ne? Osmiumerz, okay. Kupfer. Nee, das heißt, das würden wir erstmal nur so brauchen. Okay. Das heißt, da können wir einfach ein Lager anschließen und dann sind wir auch schon gut damit. Jetzt müssen wir uns mal eben ein paar Platten holen. Ah ja. Die Fabrik ist sehr hungrig, sagt man, glaube ich, dann, ne? So, selber Platten bauen. Da haben wir unseren eigenen Plattenbau, ne? So. Dann wollte ich aus dem Quarz auch nochmal eben schnell hier ein paar Silizium machen. Oder ein paar Glasscheiben bauen. Es ist mir nämlich irgendwie auch noch so ein bisschen... Das fand ich sehr schön in Planet Crafter. Da konnte man nämlich sehr schöne Fenster dann bauen. Da hat man so ein
ein Glashaus. Da konnte ich dann immer mit Steinen werfen. So. Mal gucken. Fenster mit ein Fenster. Ja, schön. Da muss noch mehr kommen. Ich, keine Ahnung. Kann mir nicht vorstellen, dass das alles war. So, also Schwefel. Wenn wir Schwefel haben, dann brauchen wir Container, genau. Wir brauchen aber noch mehr Eisenplatten. Da brauchen wir noch ein paar mehr Eisenplatten, dass wir das Band runterziehen können. Und dann können wir da oben... machen wir einfach einen Schwefelcontainer. Das reicht ja dann. Warum nicht? Aber cool, dann haben wir richtig viele Eisenträger, wenn wir hier brauchen. Müssen wir gucken, aber hier machen wir so ein Blumenbeet hin oder so ein ne? Das ist ja auch schön. Gut, dann haben wir Eisenplatten und dann können wir das jetzt mal eben anschließen. Und Zwamm. Tja, das ist natürlich... Weil hier muss eventuell noch Wasser durch. So. Okay. Und schon haben wir Schwefel. Gut. Nee, schön. Da freue ich mich ja so ein bisschen. Und ja, das heißt aber auch, ne, wenn wir jetzt so viele Stahlträger haben. Ihr wisst, was das heißt. Unser Energieproblem. Das dürfte jetzt erstmal soweit erledigt sein, oder? Ich würde da nur hingehen und sagen, wir verteilen trotzdem die die Energieteile ein bisschen hier entlang, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, wie das miteinander verknüpft wird. Also wie die Energie miteinander verknüpft wird im Sinne von, also wie die Energie miteinander verknüpft wird im Sinne von, wo, also wie weit reichen die Leitungen so, weißt du, wie ich meine? Das ist so ein bisschen gerade das Ding und deswegen würde ich die immer in irgendeinem irgendwie gearteten Abstand hier dann hinstellen. In der Hoffnung, dass das dann weiterhin ein Energiesystem ist. Was es ja offensichtlich zu sein scheint, weil wir haben ja da oben ja eine Mine stehen und die wird ja auch noch davon befeuert, ne? So ist es ja nun auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, als wenn da irgendwie Gefahr wäre, dass wir da in aller Kürze außer Reichweite sind. Aber ich wollte hier auch noch so ja, Erweiterungen hinbauen. Und dann kann man das ja ganz gut machen, indem man einfach dann hier die Energieträger nutzt. So. Das sollte auf jeden Fall energietechnisch reichen. Und wir müssen weitermachen. Wir müssen die Welt grüner machen. Und dann gucken wir mal eben auf den Plan, was denn das Spiel sagt, was wir machen sollen. Wahrscheinlich ist es immer noch dieses, die Fläche begrünen. Und ein so ein Grünungsding hat da jetzt irgendwie gereicht für 500 irgendwas. Und 1000 brauchen wir. Das heißt, wir brauchen zumindest ein zweites. Aber wir wollten ja das Große bauen. Das Große konnten wir nicht bauen, weil wir keinen... weil wir keinen Schwefel hatten. Schwefel brauchen wir für die Luftfilter. Und das ganze Problem sollte sich aber jetzt gelöst haben. Ne? Deswegen denke ich, wir können jetzt beherzt loslegen und die Filter bauen und so weiter. Und dann würde ich sagen, testen wir in der nächsten Folge dieses riesengroße Ding und wie es funktioniert. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Hier ist der Schluss. Die nächste Folge gibt's jetzt sofort auf GardaRoll Plus für Unterstützer.